New Age und wahrer Schamanismus. Das 20. Thema des Buches Die Apokalypse überleben. New Age kam etwa 1970 auf und entstand aus der Kontrakultur, damals als noch Vietnam aktuell war. Die jungen Leute suchten einen tieferen Sinn des Lebens und dachten, ihn in den östlichen Religionen zu finden. Doch die östlichen Religionen distanzieren sich von den New Agern, weil sie denken, sie hätten falsch interpretiert. Denn das Wissen aus dem Osten, also aus Indien und aus Asien, ist nicht synchron mit der urbanen westlichen Kultur und mit der Mentalität des Westens. Die modernen Menschen, die sogenannten New Ager, haben verschiedene Religionen überall her importiert, aus Afrika, Australien, Indien, und die haben keine Resonanz mit unseren Wurzeln und auch nicht mehr in der Natur, die um uns herum ist. Die fremden Rituale funktionieren bei uns nicht und die werden zu Abstraktion. Deshalb kann man sie nicht einfach so übernehmen aus fremden Religionen. Man muss sie unserer Natur gleichsetzen, synchronisieren. Denn die Spiritualität kommt aus der Natur. Für jeden Menschen ist das Heilige manifestiert in der Natur um ihn selber. Das, was wir derzeit in der modernen Europa als Schamanismus sehen, ist normalerweise nur Entertainer. Es gab da mal ein Meeting mit den Indianer George H. Scholder. Es war der Zaubermann der nördlichen Cheyenne, und ihn hat, glaube ich, Wolf-Dieter Stoll eingeladen. Er hat gemeint, der Indianer: Unsere heiligen Lieder haben wir nicht verloren, sind immer noch hier. Fragt die Wälder, fragt die Flüsse, fragt die Tiere. Ihr habt die Flüsse, ihr habt die Wälder, ihr habt den Adler, ihr habt den Berg, fragt ihn, denn sie wissen noch die alten heiligen Lieder und sie werden sie euch geben. Er sagte auch, der Tell Bull glaubt nicht, dass sich Leute die Rituale selber ausdenken, denn wenn sie das machen, dann funktionieren die Rituale nicht. Sie müssen selber von den Geistwesen kommen, die in der Natur sind. Sie geben die Inspiration. Doch leider fühlen wir nicht mehr die göttlichen Kräfte, sondern entwickeln nur krankhafte Fantasien. Zum Beispiel, als ob wir die Herren der Erde und der Zeit wären. Wir glauben Dummheiten und nicht unseren Sinn. Wir kommen mit Abstraktion und verlieren die Phänomene. Und so leben wir je mehr in den Wirklichkeiten, die aus unserem Kopf entstehen und unserer Fantasie. Und ignorieren das, was wir erleben, als Körper und als Geist, weil wir uns in Köpfe verwandelt haben.
Ähnlich schrieb es auch der Philosoph Lao Tse. Wenn der Weg verloren ist, ach Gott, scheiße. Nee, ist zu schwer zu übersetzen, da brauche ich ein Wörterbuch. Jetzt habe ich es hier alles im Buch aufgeschrieben, damit es nicht verloren geht. Und versuche jetzt nur das Wesentliche zu übersetzen. Zum Beispiel cool. Cool kommt von den Drogenjunkies aus New York. Sie sind cool, weil sie nichts mehr erregt. Die sind weit weg von der Realität. Die sind voller Drogen und halbtot. Und leider wird das der heutigen Kindern als irgendein Ideal dargestellt. Die laufen durch die Natur und sind cool. Und das heißt, sie sind weit weg von der Natur. Und es ist ein Trend des modernen, geistlich handikapierten Metrosexuellen. Man darf nicht mit Drogen die Weitsichtigkeit manipulieren. Weil das Leben und das Schicksal, auch das Karma, die müssen den Menschen leiten. LSD ist in dieser Welt das Viagra der spirituell Impotenten. Also Finger weg von Drogen. Geht lieber in den Wald und meditiert im Wald. Rudolf Steiner hat vorhergesagt, das Ende des Jahrtausends eine Generation wiedergeboren wird, die perzipiert, aber sie wird damit nicht umzugehen wissen. Denn Götter sind nicht Übermenschen, sondern andere Wesen, die zur Rettung der Menschen ein menschliches Aussehen angenommen haben, sagte Werner Sprengler im Buche Asche und Wiedergeburt. Auch die Filme Harry Potter, Matrix und Herr der Ringe zeigen uns nicht alles so, wie es eigentlich ist. Und die Spiritualität bekommt dann wird leicht dunkel, wenn sie motiviert ist durch den Egoismus, den Willen nach Macht, Hass oder andere schlechte Eigenschaften. Die richtige Spiritualität verlangt Liebe, Unterwürfigkeit und ein reines Herz. Die Rede des Schamanen ist immer mythologisch, weil sie immer die Geschichten über geistige Wahrheiten erzählen. Nur so können sie das sagen, was in unsere was in unseren Geist kommen soll. Für Schamanen ist die Rede heilig. Und sie reden nicht umsonst, sondern sinnvoll. Auch sind für sie intellektuelle Diskussionen nur eine Zeitverschwendung. Weil je mehr wir über ein Problem diskutieren, desto mehr verliert unser Wort an Kraft. Und die Gefahr ist größer, es kommt zu Missverständnissen. Es können Tage vergehen, in dem die heiligen Menschen nicht reden, aber wenn sie reden oder heilige Lieder singen, dann ist es mit einem Sinn, es hat Kraft und es funktioniert. Es kommt zu den Herzen der Menschen und auch die Geister hören dann zu.
Der Mensch erfindet keine Rituale. Er wird gelehrt durch Feen und Geistwesen. Damit sie durch ihn den Leuten helfen zu überleben oder sich zu heilen. Weil ihnen auch wichtig ist, dass wir leben und überleben. Die Feen geben den Auserwählten die Rituale. So ähnlich wie wir jemanden unsere Telefonnummer geben. Und deshalb ist die Reihenfolge des Rituals wichtig. Wenn wir etwas falsch machen im Ritual, ist es so, als ob wir die Telefonnummer verkehrt eintippen. Also es passiert nichts. Um aber das Ritual auszuführen, muss es einen Grund geben. Grundlos darf man nicht oder für eine Show Rituale machen. Bei den Kelten und Germanen wurde Ritual geräuchert mit Berlin. Oh Scheiße. Na okay. Ist jetzt nicht so wichtig. Wacholder, okay. Wacholder und mit fällt plötzlich ein. Auch haben sich die Schamanen gereinigt durch das Berühren der Erde. Askese ist auch ein Teil von verschiedenen Praktiken, weil man durch Hungern leichter ins Trance kommt. Damit die Verbindung mit den Geistern zustande kommt, sollten Schamanen keine Metall an sich haben. Vor allem nicht Eisen, weil davor die Geister der Pflanzen flüchten. Deshalb sammelt man auch keine Pflanzen oder schneidet sie mit Metallgegenständen ein, die zur Heilung dienen sollen. Doch bei mongolischen und sibirischen Schamanen ist die ganze Bekleidung voller Metall und Eisen. Das ist sowas, das kennzeichnet sie als Geisterkrieger aus und hilft bei dem Kampf gegen Dämonen der Krankheiten und also Krankheitserreger. Die Geister kann man auch riechen. Und sie manifestieren sich oft auch durch einen bestimmten Geruch. Gustav Fechner sagte, aus der Tiefe kommt eine Stimme, aus der Tiefe kommt ein Duft. Und Salvador Dali meinte, von unseren fünf Sinnen ist der Geruchssinn der beste bei Unsterblichkeit. Das Räuchern bei Ritualen ist mehr noch als eine Aromatherapie. Es verleitet den Schamanen in mikro- und makrokosmische Tiefen und vertieft das Gebet bis zum Trance. Rudolf Steiner meinte, der Geruch ist die Brücke zu den Geisterwelten und zu den Geistern der Welt. Der Geruch der Pflanzen, auf unserer astralen Seele. Er schafft etwas auf unserer astralen Seele, nicht nur auf dem
ätherischen, energetischen Leib. Sonst würden wir sie nicht fühlen und es wäre nur ein normaler Prozess des Lebens. Aber die Leute jetzt sind zu sehr vergiftet durch Essen und durch andere Quellen in der heutigen Zeit, so dass ihr Geruchssinn durch die orale Zufuhr, durch Hormone bestätigt ist. In allen möglichen, weil wir essen nicht nur genetisch modifiziertes Essen, GMO, sondern auch Tiere, die Hormone bekommen. Und die Hormone kommen dann zu uns rüber und das ist dann schädlich für das übersinnliche Empfinden. Wichtig sind auch die Erinnerungen eines Ortes. Diese Orte sind außer Zeit und Raum. Oh, Scheiße. Nee, lassen wir es sein. Wichtig ist auch, dass jetzige Neo-Schamanen und New Age Gurus verschiedene Souvenire kaufen in Shops. Da werden auch Adlerfedern angeboten, die in Wahrheit vielleicht die Federn von einem Storch sind und ähnliches und ähnlichen Chemist. Bei den wirklichen Schamanen muss man zum Beispiel sich in ein Loch eingraben, man benutzt einen Hasen als Köder und wartet ab, bis ein richtiger Adler kommt und den zupft man dann eine Feder aus, wenn er den Hasen zuschnappen will. Dann haben solche Federn auch eine richtige Kraft und nicht solche Sachen, die man halt kaufen kann. Goethe soll gesagt haben, dass Pflanzen sensuelle und übernatürliche Wesen sind, halb in diesem und halb in der Geisterwelt. Sie sind Brücken, die verbinden zwischen der schwarzen Erde und dem kosmischen Licht. Sie sind eine Verbindung zwischen der Welt der Minerale und Pilze und der Welt der Tiere. Sie sind auch Verbindungen zwischen Lebenden und der Welt der Lebenden und der Welt der Toten, weil ihr physisch-ätherischer Teil in der anderen Welt ist. Ist in dieser Welt. Also der physisch-ätherische Teil, ihr physisch-ätherischer Körper ist in dieser Welt, aber ihr Geist ist in der anderen Welt, in der Welt der Toten. Und wie gesagt, kaum einer wandert nachts wie Goethe und Schiller bei Mondschein umher, um dann seine Muse zu finden. Und beide waren, könnte man sagen, die letzten keltischen Barden. Also wieder reinkarnierte. Der Vergleich des Lebens und der Initiation von Naturvölkern und des modernen Menschen kann nicht dazu führen, dass New Age Schamanen die gleiche Qualität haben wie Schamane und Zaubermänner in den alten Naturvölkern. Weil die hatten Initiation, die waren sowas, was man heute jetzt nicht erleben kann. Die Initiationen dauerten oft Wochen oder Monate. Und die werden zur heutigen Zeit sicherlich verboten. Man bekommt so eine Initiation jetzt nicht mehr. Es gibt auch in der heutigen Kultur
keine Initiation von jungen Leuten, die dann dadurch erwachsen werden. Weil in einer urbanen und modernen Gesellschaft solche wilden und archaischen Rituale undenkbar sind. Auch werden in den Ritualen das Schmerzempfinden nicht beeinflusst, getestet. Man kann jetzt nicht einfach Leute im Wald quälen gehen. Auch ist die Initiation von der einfachen zur die des Schamanen viel schwerer, viel komplizierter. Deshalb ist es auch unmöglich, dass man jetzt wirklich Schamanen irgendwie vorfindet oder kennenlernen kann, einfach so.